Hallo, Servus und willkommen zu einem neuen Video zum sehr umfangreichen Thema der Funktionsgraphen. Wie der Titel schon verrät, geht es heute um die Normalverteilung und es ist ein Thema, das bleibt den Schülerinnen und Schülern nicht nur gut im Kopf nach der Matura, weil es ja zum Schluss gehandhabt wird, sondern es spielt auch eine sehr, sehr große Rolle für viele, viele weiterführende Studien, eigentlich überall, wo die Statistik im Spiel ist. Wir werden heute ganz besonders die Dichtefunktion von der Normalverteilung konstruieren. Zuerst die Standardnormalverteilung, sehen, was es damit auf sich hat und anschließend die allgemeine Normalverteilung, so wie man sie bereits aus der Schule kennt. Mit dabei wird natürlich auch eine Erklärung sein, was es denn mit der Normalverteilung auf sich hat, wie man die Objekte, die in diesem Themengebiet vorkommen, interpretieren kann und wie man sich gewisse Aspekte einfach leichter merkt. Die Grundlagen dazu werden zu Beginn nochmal wiederholt und dann kann es auch schon losgehen. Als erstes werfen wir hier einen Blick auf das Basiswissen, das wir uns nicht selbst erarbeiten, sondern als gegeben hinnehmen, und den weiteren Rest werden wir mit dem Wissen aus den vorherigen Videos selbst erarbeiten. Wir beschäftigen uns hier mit Funktionen vom Typ e hoch minus x zum Quadrat. Das ist ein Basistyp von Funktion, auf dem wir dann die Normalverteilungsdichtefunktion aufbauen werden. Diese Funktion hat einen Graphen, den ihr bestimmt schon kennt, der hat nämlich die Form einer gaußschen Glockenkurve und sieht in etwa so aus. Das ist eine sehr charakteristische Form, die euch bestimmt noch im Kopf geblieben ist. Man sieht, diese Funktion hat ihren Maximum bei x gleich 0 und flacht dann symmetrisch zur zweiten Achse sehr schnell ab. Was auch noch zu beachten ist bei dieser Funktion, sie hat nur positive Funktionswerte, also nicht einmal 0 ist möglich für alle reellen Zahlen x. Dieses umgedrehte a ist einfach das Zeichen in der Logik für alle. Weiters, wie schon erwähnt, die Kurve ist symmetrisch zur zweiten Achse bzw. zu ihrer Maximalstelle und sie besitzt auch zwei Wendestellen. Was wir nicht selbst ausrechnen werden, ist das Integral, das ihr jetzt seht, mit dem wir die Fläche unter der gesamten Kurve zwischen der x-Achse berechnen. Dieses Integral hat den Wert Wurzel aus Pi. Und dafür haben Mathematiker und Mathematikerinnen ganz schön lange gearbeitet, bis sie es berechnen konnten. Das wird aber später eine Rolle spielen, das heißt, diese Eigenschaften, die ihr jetzt am Bildschirm seht, die merken wir uns, damit wir später darauf aufbauen können. An dieser Stelle ist auch noch zu sagen, dass wir zurückgreifen werden auf die vergangenen Videos, wo wir Funktionsgraphen skalieren und verschieben. Das heißt, wenn ihr euch gar nicht mehr daran erinnern könnt, würde ich euch bitten, diese Videos zuerst nachzusehen. Andernfalls, einige Kleinigkeiten werden wir natürlich hier auch wiederholen, das heißt keine Sorge, dass ihr nicht mitkommt, wenn ihr euch nicht bei allem so gut erinnern könnt. Nun kommt auch schon der erste kleine Arbeitsauftrag, in dem ich euch bitten würde, ein kleines Brainstorming zu machen, also bitte nehmt Stift und Papier zur Hand und überlegt einmal ganz kurz, wie diese Glockenkurve und die Eigenschaften, die hier im Bildschirm stehen, im Zusammenhang mit der Normalverteilung eine Rolle spielen. Wie gesagt, nehmt euch dafür 2 Minuten bitte Zeit und dann geht es auch schon weiter mit den ersten Herleitungen, die ganz bestimmt sehr interessant werden. Viel Erfolg, wir sehen uns gleich und bitte pausiert jetzt das Video. So, ich hoffe, ihr wart erfolgreich mit eurem Brainstorming und wenn ihr schon gespannt seid auf die Antworten, wir werden es jetzt nach und nach erarbeiten. Wir werden beginnen mit der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Und als Basis dafür werden wir die Funktion von zuvor nehmen, die uns die Glockenkurve gegeben hat, in ihrer einfachsten Form. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, was ist denn eine dichte Funktion? Und auf die Interpretation werde ich am Ende des Videos eingehen. Eine dichte Funktion für uns ist zu diesem Zeitpunkt einfach eine Funktion, die genau zwei Eigenschaften hat. Die erste Eigenschaft lautet, dass all ihre Funktionswerte nicht negativ sind. So wie es hier steht, für alle x aus den reellen Zahlen gilt, der Funktionswert ist größer gleich 0. Und wie ihr seht, die Funktion haben wir jetzt hier phi genannt. Die zweite Eigenschaft, die erfüllt sein muss und die auch ganz, ganz zentral ist für solche Dichtefunktionen, wir müssen sie integrieren können. Und der Wert des Integrals über alle reellen Zahlen muss 1 ergeben. So wie zuvor, wir können uns erinnern, bei der Funktion f von zuvor hatten wir einen Wert des Integrals von Wurzel aus pi. Das sehen wir jetzt auch hier nochmal zusammengefasst, was wir zuvor gesehen haben. Wir können uns erinnern, die Wendestellen bei der Funktion zuvor, die waren nicht bei plus oder minus 1. Das hätten wir jetzt in dem Fall als zusätzliche Bedingung für unsere Dichtefunktion. Und wie gesagt, können wir uns erinnern,
Der Ausgangspunkt ist diese Funktion f gleich e hoch minus x². Wir beginnen bei der Konstruktion mit den Wendestellen. Und wie ihr euch sicher erinnern könnt, laut der Differentialrechnung müssen wir als Bedingung für eine Wendestelle die zweite Ableitung betrachten und sie 0 setzen. Und die zweite Ableitung von der Funktion f ist in diesem Fall 2e hoch minus x² mal Klammer 2x² minus 1. Und die setzen wir jetzt, wie gesagt, zu 0. Wir erhalten hier eine einfache quadratische Gleichung, weil dieser Teil da vorne nicht 0 sein kann. Das heißt, den können wir herauskürzen und es verbleibt nur noch eine quadratische Gleichung. Wenn wir diese quadratische Gleichung lösen, bekommen wir für die Wendestellen xw gleich plus bzw. minus 1 durch die Wurzel aus 2. Ja, das ist die Lösung von dieser quadratischen Gleichung, die da rechts übergeblieben ist. Das sind jetzt die Wendestellen der Funktion f und wir hätten sie gerne aber bei plus oder minus 1. Was bedeutet das? Die Wendestellen sollen weiter außen liegen. Das heißt, wir müssen den gesamten Graph in die horizontale Richtung skalieren. Wir müssen ihn breiter machen. Und können uns ja erinnern, um eine Funktion breiter zu machen, muss ich in das Argument x ein Vielfaches einsetzen von x. Das würde bedeuten, ich durchlaufe die reellen Zahl langsamer oder schneller im Argument und dementsprechend verbreitert oder verschmälert sich der Graph. In diesem Fall könnte ich mir eine Funktion konstruieren, ich nenne sie jetzt hier f Tilde oder f Welle von x und die definiere ich derart, dass ich einfach die Funktion f an der Stelle x durch Wurzel 2 betrachte. Also dort, wo bei der Funktion x da oben, bei der Funktion f da oben, das x steht, ersetze ich es jetzt durch x durch Wurzel 2. Wir wissen ja, dass die Wurzel aus 2 ungefähr den Wert 1,4 hat, also größer ist als 1. Das heißt, wenn ich hier im Argument von der Funktion f durch diese Wurzel aus 2 dividiere, dann werden die Argumente langsamer durchlaufen als ursprünglich. Und dadurch muss sich der Funktionsgraph von der Funktion f Welle verbreitert haben gegenüber der Funktion f. Wir setzen ihn noch schnell ein, hätten also dann die Funktion e hoch minus x durch Wurzel aus 2 und das Ganze zum Quadrat. Und diese Funktion hat jetzt Wendepunkte an der Stelle plus bzw. minus 1, weil wir genau um diesen Faktor quasi verzerrt oder skaliert haben, um den die Wendestelle am falschen Platz war. Das reicht jetzt aber noch nicht, sondern wir müssen ja eigentlich außer dieser Zusatzbedingung, die hier steht, noch die eigentlichen Eigenschaften von einer Dichtefunktion konstruieren. Das erste ist leicht, weil hier steht, es müssen alle Funktionswerte nicht negativ sein. Das ist bei dieser Funktion e hoch minus x² ja ohnehin schon der Fall gewesen. Das haben wir zuvor gesehen, das heißt, das können wir abhaken. Der zweite Punkt, den wir noch brauchen, wir hätten gerne, dass das Integral über alle reellen Zahlen genau den Wert 1 hat, also das Ganze normiert ist. Und wir können uns erinnern, dass ja das Integral von der Funktion f über alle reellen Zahlen den Wert Wurzel aus pi hatte. Jetzt können wir uns denken, wenn wir zuerst die Funktion verbreitert haben um den Faktor Wurzel 2, dann müssen wir es jetzt insgesamt verkleinern, die Fläche, um den Faktor Wurzel 2 mal Wurzel pi. Und so kommen wir schließlich zur Funktion phi, die wir eigentlich suchen. Und die wäre dann 1 durch Wurzel 2 mal Wurzel pi mal die Funktion f Welle oder f Tilde, also diese hier. E hoch minus x Quadrat, in dem Fall halbe, weil wir, wenn wir die Wurzel aus 2 quadrieren, bekommen wir 2. Und das ist jetzt die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung, die genau die Eigenschaften hat, die oben gefordert sind. Wir schauen auch noch ganz kurz den Graphen an. Der sieht jetzt nicht wahnsinnig viel anders aus als der Graph von der Funktion f, lediglich in die vertikale und horizontale Richtung gestreckt, sodass wir den Flächeninhalt 1 haben und die Wendepunkte im richtigen Fleck sind. So sieht das Ganze aus und mit diesem Bild werden wir dann auch weiterarbeiten und eine allgemeine Normalverteilung konstruieren. Es sei jetzt auch noch gesagt, dass diese Standardnormalverteilung natürlich auch integrierbar ist, so wie wir das ja gefordert haben. Allerdings, wenn wir sie integrieren, da können wir keine elementare Stammfunktion finden.
Das heißt, von der Stammfunktion können wir zwar Werte berechnen, aber wir können es nicht als Funktionsgleichung hinschreiben. Ja, wir müssen das numerisch machen. Zum Beispiel mit einem Computer geht es sehr, sehr einfach. In der Vergangenheit hat man das Ganze in eine Tabelle geschrieben und dann einfach dort herausgelesen. Bevor es mit der allgemeinen Normalverteilung weitergeht, sehen wir uns hier noch ein kurzes Beispiel an, wo ihr euch ein bisschen austoben könnt, herumspielen, experimentieren, wie man eben die Funktionsgraphen von diesem Typus verändern, transformieren, verschieben, skalieren und dergleichen könnt. Und wir sehen hier, wir haben eine Funktion f1, die entspricht genau der Funktion f-Welle, die wir zuvor hatten. Und wir überlegen uns jetzt hier, wie können wir diese Funktion eben so skalieren und verschieben, dass diese Funktion f4 da unten herauskommt in mehreren Teilschritten. Und gleichzeitig überlegen wir uns, was mit den einzelnen Flächen der Funktionen passiert. Dazu würde ich euch bitten, das Video zu pausieren und es 5 bis 10 Minuten einmal selbst zu versuchen. Wir werden danach die Lösung natürlich gemeinsam durchgehen. Also keine Sorge, wenn ihr nicht alles ganz schafft. Also bitte pausiert das Video und wir sehen uns gleich. Nachdem ihr nun hoffentlich erfolgreich wart, gehen wir auch ganz kurz die Lösung durch. Wenn wir die Funktion f1 und die Funktion f2 vergleichen, dann sehen wir sofort, dass f2 offenbar um den Faktor 3 in die vertikale Richtung skaliert wurde. Das sehen wir, wenn wir vergleichen, was an der Stelle x gleich 0 passiert. Da hätten wir ursprünglich den Funktionswert 1 und bei der Funktion f2 haben wir den Funktionswert 3. Dementsprechend kriegen wir dann 3 mal f1 von x als die neue Funktionsgleichung. Die Fläche, ganz klarerweise, die müsste dann natürlich auch dreimal so groß sein, also dreimal die Fläche a1, also dreimal Wurzel 2π. Schreiben wir vielleicht die Funktionsgleichung auch noch hin, da oben hätten wir dann dreimal e hoch minus ein halbes x zum Quadrat. Im nächsten Schritt können wir einen Vergleich in die horizontale Richtung machen, zum Beispiel wenn wir an die Stelle, nehmen wir vielleicht die Stelle, sie ist hier schon eingezeichnet, minus 1,5, da hätten wir den Funktionswert 1 bei der ursprünglichen Funktion f2, also bei der Funktion zuvor, und bei der Funktion f3 haben wir diesen Funktionswert bei der Stelle minus 3. Das heißt, offenbar doppelt so weit von x gleich 0 entfernt wie zuvor, was uns natürlich den Tipp gibt, dass die Funktion um den Faktor 2 in die horizontale Richtung gestreckt wurde. Dementsprechend müssen wir die Funktion f3 kriegen, wenn wir die Funktion f2 an der Stelle x halbe betrachten. Wir erinnern uns, wenn wir das Argument durch 2 dividieren, dann werden die Argumente halb so schnell durchlaufen und die Funktion, die steigt und fällt gemächlicher. Sie ist also breiter. Dementsprechend bekommen wir hier dann die Funktion 3 mal e hoch minus 1/2 und statt x² steht dann natürlich x halbe zum Quadrat. Mit der Fläche passiert natürlich etwas Ähnliches wie zuvor. Dadurch, dass ja die Funktion gestreckt wird, muss sich die Fläche verdoppeln und wir bekommen zweimal die vorherige Fläche, also 6 mal Wurzel 2π. Und jetzt wären wir auch schon beim letzten Schritt. Da sehen wir, die Funktion ist einfach verschoben. In dem Fall verschoben um 1 nach links. Und das bekommen wir hin, indem wir im Argument eines addieren, ja, oder besser gesagt, dass wir minus 1 abziehen. Das wäre also f3 an der Stelle x minus minus 1. Und wenn wir das schließlich einsetzen, bekommen wir die Funktion 3 mal e hoch minus 1/2 und dann dort in Klammer x plus 1 halbe zum Quadrat. Wir werden gleich in der nächsten Herleitung sehen, warum das für uns eine Rolle spielt, dass wir sowas machen können. Die Fläche vielleicht noch ganz kurz. Da hat sich jetzt bei der Fläche natürlich nichts verändert, weil ja eine Verschiebung nichts bewirkt in dieser Hinsicht. Ja. Also haben wir immer noch die Fläche 6 mal Wurzel 2π. Gut, das war mein kleines Einführungsbeispiel und jetzt bringen wir das zur Anwendung, um eben die allgemeine Normalverteilung zu konstruieren. Wenn du die Normalverteilung in der Schule bereits durchgemacht hast, wirst du wissen, dass sie eigentlich nur durch zwei Kenngrößen festgelegt ist. Die eine Kenngröße ist der Mittelwert μ und die andere Kenngröße ist die Standardabweichung σ, die eine positive Zahl ist.
was wir jetzt gerne hätten, eine Funktionsgleichung, die die Normalverteilung beschreibt. Besser gesagt, die Dichtefunktion der Normalverteilung. Das heißt, das Ziel ist jetzt eine Funktion zu einer gaußschen Glockenkurve, die Folgendes erfüllt. Einerseits soll sie zentriert sein um einen Wert μ. Das heißt, ihr Maximum soll an der Stelle μ sein. Weiters sollen ihre Wendepunkte um den Abstand Sigma zu diesem Mittelwert μ verschoben sein. Ja, oder eigentlich verzogen sein. Ja, also das hat etwas mit einer Skalierung zu tun. Der nächste Punkt ist, dass sie natürlich eine dichte Funktion sein soll. Das heißt, wir wollen keine negativen Funktionswerte. Und zusätzlich hätten wir gerne, dass die Fläche unter der Kurve genau den Wert 1 hat. Da erinnern wir uns an zuvor. Und diese Normierung, die ist enorm wichtig, wenn wir im Kontext der Wahrscheinlichkeitsrechnung operieren wollen. Wir gehen von dieser Standardnormalverteilung aus, die haben wir bereits gesehen. Und die blende ich jetzt auch nochmal ein und gebe euch dann auch noch einen Arbeitsauftrag. Hier ist nochmal die Standardnormalverteilung gegeben durch ihre Dichtefunktion Phi. Und eure Aufgabe ist es jetzt, falls ihr die Zeit und die Lust habt, daraus eine Funktion zu konstruieren, die genau die Eigenschaften von oben hat. Wenn ihr das schafft, dann könnt ihr stolz auf euch sein. Es ist aber gar nicht so schwer, weil im Wesentlichen geht es genauso wie die Aufgabe, die wir gerade zuvor gemacht haben. Deshalb würde ich euch bitten, dass ihr jetzt das Video pausiert und es selber einmal versucht. Hier schreibe ich noch dazu, die Normierung bedeutet eben, dass die Fläche über alle reellen Zahlen unter der Kurve genau den Wert 1 hat. Probiert zumindest, dass ihr die Reihenfolge, in der ihr die Transformationen durchführt, in irgendeiner Weise festhaltet und vielleicht findet ihr sogar die Funktionsgleichung. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute dabei und wir sehen uns nach 5 bis 10 Minuten, also in Kürze. Damit wir eben alle Eigenschaften, die jetzt nochmal aufgelistet sind, erfüllen können für unsere gesuchte Funktion, da gibt es natürlich mehrere Herangehensweisen. Ich werde jetzt eine vorzeigen. Zunächst könnten wir uns überlegen, naja, die Funktion ist ja eigentlich um 0 zentriert, wenn ich sie noch nicht verändert habe. Man könnte auch von einem Mittelwert gleich 0 sprechen. Wenn jetzt die Wendestellen anstatt minus und plus 1 zu diesem Mittelwert 0 entfernt sein sollen, müsste ich ja um den Faktor Sigma skalieren, wenn ich jetzt genau diese Distanz Sigma zum Mittelwert erreichen will. In dem Fall geht das, wenn ich eine neue Funktion konstruiere, eine Funktion, die ich jetzt f2 nennen werde, und das soll sein Phi an der Stelle x dividiert durch Sigma. Wenn wir durch die Zahl Sigma dividieren, wird die Funktion um den Faktor Sigma in die horizontale Richtung gestreckt. Dementsprechend erhalten wir 1 durch Wurzel 2 Pi mal e hoch minus, und jetzt müssen wir aufpassen, minus 1/2 mal x durch Sigma zum Quadrat. Ja, wir müssen ja quasi das x in der Funktion Phi durch x durch Sigma ersetzen. Und genau das haben wir gemacht. Also das, was quadriert wird, das ist jetzt x durch Sigma. In einem nächsten Schritt könnte ich mich darum kümmern, dass die Funktion verschoben wird. Damit konstruiere ich mir also eine Funktion f3, wo ich die Funktion eben zur Stelle μ verschiebe. Und das gelingt, indem ich im Argument einfach den Wert μ abziehe, wie wir heute schon gesehen haben und bereits wissen. Das heißt, f3 von x wäre in dem Fall f2 an der Stelle x minus μ. Und wenn ich das jetzt nochmal abschreibe, da bekomme ich klarerweise die folgende Funktion. 1 durch Wurzel 2 mal Pi mal e hoch minus 1/2 mal x minus μ durch Sigma und das Ganze zum Quadrat. Das sieht jetzt vielleicht schon etwas gewohnter aus, wenn man sich erinnern kann, was in der Formelsammlung für die Matura vielleicht drinnen steht. Jetzt sind wir schon fast am Ziel, aber das Letzte, was noch erfüllt werden muss, ist die Normierung. Das Nicht-Negativ, das ist ohnehin erfüllt bei solchen Exponentialfunktionen. Ja. Aber die Normierung, die müssen wir noch hinbekommen, damit das Integral eben den Wert genau 1 hat. Unter der ursprünglichen Funktion, also der Funktion Phi, hatten wir bereits das Integral bzw. die Fläche 1.
Und jetzt haben wir aber das Ganze in die horizontale Richtung gestreckt um den Faktor Sigma, müssen also erneut durch Sigma dividieren, damit ich wieder zurückkomme zur Fläche 1. Und so komme ich schließlich zu meiner gesuchten Funktion f, wenn ich hergehe und das Ganze da oben noch einmal durch Sigma dividiere, dann bekomme ich also 1 durch Wurzel 2pi, dann im Nenner auch noch das Sigma mal e hoch, ja, und den Rest kann ich eigentlich abschreiben, da ändert sich nichts mehr. Und an der Stelle sei jetzt noch gesagt, die letzten zwei Schritte, die hätte ich ohne Probleme vertauschen können, also zuerst den Flächeninhalt korrigieren und dann verschieben, weil wir wissen ja, das Verschieben ändert an der Fläche auch nichts mehr. Jetzt sehen wir vielleicht noch ganz kurz den Graphen, der sieht so aus, ja. Da habe ich in diesem Fall ein Beispiel genommen, wo der Mittelwert den Wert 6 hat und die Standardabweichung Sigma den Wert 1,5. Da sehen wir, die beiden Wendepunkte, die liegen eben genau um den Wert Sigma vom Mittelwert μ entfernt. Und ansonsten ist ja die Form der Kurve im Wesentlichen gleich geblieben. Geändert hat sich hier in erster Linie eben die Skalierung und eben die Position. Ja. An der prinzipiellen Struktur hat sich nichts geändert. Als Abschluss von diesem Video werden wir jetzt noch betrachten, was diese Dichtefunktion und der Funktionsgraph für die Wahrscheinlichkeitsrechnung bedeutet. Wir wissen ja, die Normalverteilung ist durch diese zwei Zahlen, also den Mittelwert und die Standardabweichung, festgelegt. Und da gibt es auch eine Schreibweise dafür. Man sagt, die normalverteilte Zufallsvariable x ist normalverteilt mit den Parametern μ und Sigma Quadrat. In der Regel gibt man da das Quadrat von Sigma an, man nennt es dann die Varianz. Alleine also durch die Dichtefunktion ist jetzt meine Normalverteilung komplett festgelegt. Ja? Also ich brauche nicht mehr als diese eine Funktion und ein bisschen Geschick und die richtigen statistischen Methoden und dann kann ich damit sehr, sehr viel machen. Als nächsten Punkt will ich erwähnen, dass die Wahrscheinlichkeiten, die man sich mit so einer Dichtefunktion berechnen kann, durch Integrale darstellen lassen. Wenn wir zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit suchen, dass diese Zufallsvariable x einen Wert annimmt im Intervall von a nach b, dann ist es lediglich der Integralwert von der Dichtefunktion von a nach b, also ein bestimmtes Integral, das auch nochmal hier steht. Wir wissen ja bereits, solche Integrale kann man sich dann vorstellen als Flächen. Was heißt das jetzt? Wenn wir also so eine Dichtefunktion haben mit dieser typischen Glockenkurve als Form, dann kann man auch eine gewisse Interpretation hineingeben, nämlich dass dort, wo die Funktionswerte von der Dichtefunktion höher sind, eine höhere Dichte eben an Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, dort, wo die Glockenkurve quasi hoch ist, hat die Zufallsvariable eine größere Wahrscheinlichkeit, in einer Umgebung, in einem Bereich zu liegen. Natürlich hat das jetzt bei normal verteilten Zufallsvariablen oder bei stetigen Zufallsvariablen im Allgemeinen keinen Sinn, nach genau einem Funktionswert zu fragen oder nach genau einem Wert der Zufallsvariable. Man stelle sich vielleicht vor, wenn ich jetzt die Frage stelle, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Königskobra genau die Länge von 4,2 Metern hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit vermutlich null, weil wir gar nicht so genau messen können. Also eine Königskobra ist auch nicht komplett steif und manchmal kürzer, manchmal länger. Was da viel mehr Sinn macht, ist zu fragen, was die Wahrscheinlichkeit, dass eine Königskobra zwischen 4 und 4,5 Metern Länge besitzt. Das kann ich nämlich tatsächlich auch messen. Wenn man sich vielleicht vorstellt, wie eine Königskobra gemessen wird, ja, mit einem Maßband vielleicht, mit dem kann ich gar nicht so genau messen auf 20 Nachkommastellen, ja. Und daher die Wahrscheinlichkeit für einen exakten Wert ist 0. Für den Bereich kann ich sie aber sehr, sehr gut angeben. Daher jetzt auch diese Vorstellung über die Flächen. Und jetzt sehen wir uns das grafisch auch nochmal an. Vielleicht hier noch ganz kurz ein Merkspruch. Wenn die Dichtefunktion also einen Funktionswert hat, der hoch ist, ist in der Umgebung vom Argument die Wahrscheinlichkeitsdichte hoch oder die Wahrscheinlichkeit dicht. Grafisch betrachtet, wir sehen hier die gleiche Dichtefunktion von zuvor noch einmal und da können wir erkennen, wenn wir uns einen Bereich anschauen um den Wert 6, ja, das ist in dem Fall ein Intervall von der Breite 2 mal 0,2, also ein Bereich um 0,2 um diesen Wert 6 herum, dort ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß. Das ist ja die Fläche von dieser Säule,
die hier in Blau dargestellt ist. Und diese Säule hat die Fläche ca. 0,1, ja, also 10% Wahrscheinlichkeit, dass mein zufälliger Wert da drinnen liegt. Wenn ich jetzt weiter weggehe vom Mittelwert, ja, in dem Fall schon ein gutes Stück weit weg, nämlich zwei Standardabweichungen weg, da hat er drüben in einem Bereich mit derselben Breite, ja, Breite von 0,2, von 0,4 eigentlich, ja, da gibt es dann nur mehr die Wahrscheinlichkeit 0,015, dass meine Zufallsvariable so einen Wert annimmt, ja, also 1,5% etwa. Und das ist auch schon das Wesen der Normalverteilung, dass man sich eben Wahrscheinlichkeiten über diese Integrale, also Flächen, konstruiert. Wie man sich diese Integralwerte berechnet, das sehen wir uns jetzt auch nochmal ganz kurz an. Wie man die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten in der Normalverteilung berechnet, hat sich natürlich im Laufe der Zeit sehr, sehr stark geändert. Mit der Einführung des Computers hat man natürlich die schnellsten Fortschritte gemacht sozusagen, aber im Prinzip auch ein Computer macht es sehr, sehr ähnlich wie das, was wir vor einiger Zeit mit der Hand gemacht haben, und das gehe ich jetzt mal ganz kurz durch. Als ersten Punkt schauen wir uns aber einen neuen Begriff an, nämlich die sogenannte Verteilungsfunktion. Und die Verteilungsfunktion ist schlicht und ergreifend von der Dichtefunktion klein f das Integral von minus unendlich bis zu einem Wert x. Das schaut dann so aus und man kann sich das vielleicht auch grafisch vorstellen. Ich zeichne das ganz kurz hin. Wenn das eben die Glockenkurve ist für die Normalverteilung, dann wäre dieses Integral, also diese Fläche, die ich da jetzt graphiert habe, das wäre der Wert der Dichtefunktion an der Stelle x. Also das wäre groß f von x. Wie auch schon in der reinen Integralrechnung gelernt, wir bezeichnen eine Stammfunktion meistens mit einem Großbuchstaben, und das ist ja eigentlich fast so etwas wie eine Stammfunktion. Gut. Mit dieser Verteilungsfunktion, das sehen wir jetzt eh schon, da können wir eigentlich alle Wahrscheinlichkeiten in diesem Bereich direkt berechnen, ja, oder direkt ablesen. Das wäre dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen Wert hat, kleiner als dieses x. Also wenn dieses x zum Beispiel, sagen wir mal, 7 ist und ich rechne mir dieses Groß f von 7 aus, dann wäre das die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich 7 hat. Gut. Weiters ist jetzt gesagt, dass natürlich das Berechnen von diesen Integralwerten unterschiedlich schwer ist. Das heißt, man behilft sich damit einem Trick. Man nimmt nämlich nicht die eigentliche Dichtefunktion der allgemeinen Normalverteilung, sondern man transformiert das in die Standardnormalverteilung und berechnet sich dort die Integralwerte. Das könnte man numerisch machen, zum Beispiel mit dieser Ober- und Untersumme, die bestimmt auch schon im Unterricht vorgekommen ist bei dir. Diese Transformation, das ist im Prinzip sehr einfach, weil das ist genau dieser Ausdruck, der im Exponenten von der Dichtefunktion steckt. Da erinnere ich vielleicht nochmal ganz kurz dran. Also die Dichtefunktion klein f von x hatte ja die Form 1 durch Wurzel 2pi und dann mal Sigma im Nenner mal e hoch minus 1/2 x minus y durch Sigma und das Ganze dann zum Quadrat. Und wir sehen jetzt, dieser Teil dort, der quadriert wird im Exponenten, da sagen wir jetzt, das ist eine neue Variable z. Ja, und dann haben wir im Wesentlichen die Standardnormalverteilung bis auf eine Konstante. Gut, man könnte sich jetzt eben von dieser Standardnormalverteilung, indem man einfach wieder integriert bis z von minus unendlich, könnte man sich eben die Verteilungsfunktion von der Standardnormalverteilung ausrechnen. Die wird bezeichnet mit so einem Großbuchstaben Phi. Und das sind immer die gleichen Werte. Ja, es gibt ja nur eine Standardnormalverteilung, nämlich die Standardnormalverteilung mit dem Mittelwert 0 und der Standardabweichung 1. Naja, wenn das immer die gleichen Werte sind, was kann man machen? Man kann sie aufschreiben. Das sind zwar einige Werte, die man da notieren muss, wenn man eine hinreichende Genauigkeit haben will, aber man kann die tatsächlich einfach in eine Tabelle eintragen, dort ablesen und dann mit dieser Transformation wieder in die ursprünglichen Wahrscheinlichkeiten zurück transformieren. Man ist ja heutzutage verwöhnt von einem Taschenrechner, wo man nur die nötigen Zahlen eingibt, die Integralgrenzen sozusagen und μ und Sigma, dann bekommt man direkt einen Wert. Aber in der Vergangenheit war das tatsächlich üblich, dass man sich ein Tabellenbuch hergenommen hat, das dort abgelesen und mit dieser Transformation eben dann die gesuchte Wahrscheinlichkeit bestimmt hat. Wie das PCs heutzutage machen,
ist vermutlich unterschiedlich. Möglicherweise ist es für einen Entwickler oder eine Entwicklerin einfacher, einfach ein paar hundert Zahlen in den Computer reinzuprogrammieren, die eben genau den Werten in so einer Tabelle entspricht, als jetzt einen Algorithmus zur Berechnung. Gut, dann sehen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz ein Bildchen an. Da unten ist die Verteilungsfunktion dargestellt. Die Verteilungsfunktion, eigentlich ist die Verteilungsfunktion nicht diese violette Funktion, das ist die ganz normale Dichtefunktion, aber eben die Funktion, die uns den Flächeninhalt angibt, das wäre die Verteilungsfunktion. Das ist ein schöneres Bildchen davon. Die Verteilungsfunktion als eigener Graph zeichne ich vielleicht auch nochmal ganz kurz hin. Die würde dann in etwa so aussehen, das ist so eine S-förmige Kurve. Und wenn wir hier in diese Richtung eben die Laufvariable x hätten. Und das lässt sich auch relativ leicht verstehen, weil jetzt stellen wir uns vor, wir kommen da von links daher und nehmen immer so viel Fläche dazu bis zu einem Wert x. Ja, da haben wir am Anfang ganz, ganz wenig Fläche, dann kommt mehr Fläche dazu und dann noch mehr. Und da sehen wir dann, da sind wir quasi in diesem aufsteigenden Stück von der Verteilungsfunktion f, die ich da gerade zeichne. Ja, also da nimmt die Fläche stark zu, bis sie irgendwann am stärksten zunimmt, beim Mittelwert. Ja, in diesem Bereich sind quasi die Flächenstückchen, die dazukommen, am größten. Und danach wird diese Zunahme wieder kleiner und die Kurve flacht ab, bis irgendwann einmal die Funktion f den Wert 1 erreicht und dann ist Schluss, ja, weil das Integral von minus bis plus unendlich ist ja 1. Das heißt, 1 kann da nicht überschritten werden von der Funktion groß f. Gut, das waren jetzt die wichtigsten Punkte eben zur Normalverteilung. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von den Funktionsgraphen, aber ich hoffe, das war sehr interessant und ihr könnt auch was daraus mitnehmen aus diesen Herleitungen und ganz besonders natürlich, was das mit den Funktionsgraphen zu tun hat, wie eben diese Transformationen da ihre Hand im Spiel haben und welche Bedeutung sie für die Wahrscheinlichkeitsrechnung haben. Damit wären wir am Schluss angelangt von diesem Video. Es wird noch ein paar Bonusvideos zur Reihe zu Funktionsgraphen geben, wo wir auch Funktionen in mehreren Variablen und ganz andere interessante Dinge ansehen, die in der Schule nicht so eine große Rolle spielen. Aber ich denke, für das Verständnis ist es eine super Sache, wenn man da mal reinschaut. Das heißt, ich freue mich auf das nächste Video mit euch und wünsche euch in der Zwischenzeit alles Gute, viel Spaß am Lernen und bis bald.